Test 1, 2, 3. Oh, wir sind ja schon drin und wir sind ja schon drinnen. Wo waren wir, Nasty? Ab zum Tube, glaube ich, das wollten wir. Baxter. Ja, Baxter meine ich. Let's go. Baxter also. Hast du dir das gut überlegt? Ja, sicher. Was glaubst du wohl, wozu ich dich brauche? Wenn mir der Kerl an die Wäsche will. Du brauchst keinen Leibwächter. Du kannst dich sehr gut selbst verteidigen. Das ist nicht der Punkt, du Vollpfosten. Und das weißt du auch. Ohne dich käme ich nicht einmal an seinen Wachen vorbei, ohne dass es in eine Schlägerei ausarten würde. Was genau willst du ihm denn sagen? Das ist meine Sache und hör auf, danach zu fragen. Tu es einfach! Bring mich zu Baxter. Bring mich zum Duke von Ateris und du wirst schon sehen, wie die Sache läuft. Augenbrauen und ihr Auge klitscht ein bisschen durch ihre Frisur durch. Übrigens habe ich Mikrofon gewechselt. Ja, wir gehen dann. Oh, ich muss. Alles okay? Geht so. Wenn wir uns nicht wehren, dann werden wir verrecken. Das ist schon mal klar. Ich muss reisen zu ihm. Oh. Sie haben mir was umgestellt, also ein bisschen. Ist ein Update gewesen, ein bisschen anders kommt es mir gerade vor. Weniger flüssig, kann das sein? Oh yeah. Da passt alles. Okay, okay. Gehen wir dann. Ah, Audienz bei den Outlaws. Mal besuchen den alten Mann da drüben. Ich kann den langen Weg nehmen. Ich hoffe es. Es sollte besser laufen. Waren ja 2 GB oder so, 2,7. Irgendwas in die Richtung, dass sie abgegradet haben. Eines muss ich Baxter lassen. Ausgerechnet im Krater seine Zelte aufzuschlagen, zeugt von Mut oder ausgemachter Dummheit. Kaum eine Möglichkeit zur Flucht. Aber bevor es diesen Sack erwischt, kann er sich auf eine Mauer von Idioten verlassen, die jederzeit ihren Arsch für ihn hinhalten. Hast du keine Angst, dass dich Baxter einfach aus dem Weg räumt, sobald er dich zu fassen kriegt? Nicht wirklich. Ich bin es nicht, den er erwischen will. Lucy da drüben, glaube ich. Oder seine Frisur schaut gerade nur noch ziemlich weiblich aus. Was wollte ich schauen? Einstellungen. Gameplay. Schwierigkeit ist noch Ultra. Anzeige. Ja, schau mal schnell durch, ob da alles hoch ist. Schatten mache ich, lasse ich meistens niedrig. Ja, warum nicht? Objektsicht weiter, gehen wir hoch. Okay, okay. So. Naja, mir kommt es ein bisschen anders vor. Ist das Lucy? Nein, das ist nicht Lucy. Ich kann gerade nicht. Okay, dann hast du halt keine Zeit. Warum fühlt sich das komisch an gerade? Ist es blasser geworden? Es leckt leicht. Ich meine, ich habe ein Windows-Upgrade im Hintergrund, jetzt das ich wahrscheinlich machen dieses sollte. Dieses Rattennest an. Beschissenes Fressen, beschissene Gesellschaft, beschissene Bescheißer. Sollen wir umdrehen? Quatsch, ist doch nett hier. Aus dir kann man einfach nicht schlau werden. Was quatschst du da? Man verliert seine Splitter doch nicht. Ist aber so. Ich glaube, ich werde die 30 Minuten spielen und dann einfach updaten, was geht. Und schauen, ob sich was verbessert. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied erkennt. Es rückholt leicht auch. Ey Mann, was geht ab? Was sehen meine müden Augen denn da? Bist du nicht die Zwillingsschwester von diesem Arschloch Logan? Der Kerl, der sich damals mein vorgenommen und mich vertrieben hat wie einen Hund? Ja, leider. Und bevor du fragst, nein, ich hab nichts mehr mit ihm zu tun. Wenn du ihm den Arsch aufreißen willst, bitteschön. Er hängt irgendwo an der Küste von Caracas herum. Tja, Schätzchen, es ist nicht die Frage, wo Logan ist. Das weiß jeder. Die Frage ist, ob man ihn auch zu fassen kriegt, ohne dass er dich zuerst erwischt. Ich habe schon einige gute Männer verloren bei dem Versuch, ihn zu erledigen. Ja, er ist eine harte Sau. In der Tat. Na schön.
Wie ich sehe, bist du bei den Morkons untergekrochen. Eine Fanatikerin habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Versuche es, und du wirst es bereuen. Dann habe ich keine Verwendung für dich. Zisch ab. So glitscht noch immer da hinten. Oh je. Nasty ist hier um meine Audienz im Auftrag der Morkons. Komm, lass den Scheiß. Ich kann das schon selbst. Was hab ich denn mit den Morkons zu schaffen, Schätzchen? Es wird nicht lange dauern, bis die Vandalen in dein mieses, kleines Loch hier einfallen und dir deine dreckige Visage einschlagen. Und mit so einem Stück Scheiße verbringst du deine Zeit. Ihr macht mir Spaß, ehrlich. Selten so gelacht. Eigentlich müsste ich euch die Eingeweide rausreißen für diese Frechheit. Aber wisst ihr was, ihr kleinen Scheißer? Ihr seid gestraft genug. Besser ihr bleibt zusammen. Alleine habt ihr keine Chance. Das war's, wirklich? Du bist ja immer noch da, du Pfeife. Verpiss dich, aber ganz schnell. Nicht zu fassen. Ich sehe dich. Vergiss das nicht. Ich. Ganz. So ein Arschloch. Lass uns besser erstmal verschwinden. Wirklich. Oh. Das wäre ja umsonst hergehen. Geradelt, wollte ich sagen. Boah, nee, da passt das nicht. Haben wir irgendwelche Missionen, die leicht zu machen sind? Postbote. Warte mal. Baxter und dein Bruder Logan haben wohl nicht das beste Verhältnis. Willst du mich verarschen? Die würden sich gegenseitig erwürgen, wenn sie sich begegnen. Sie wollen aber keinen richtigen Krieg gegeneinander. Ups. Verbrochen. Ausfechten. So eine Materialschlacht würde beide Seiten zu viel kosten. Diese Stadt ist nichts weiter als ein dahinsiechender Kadaver. Und wir sind... Oh, warum weiß ich was? Okay, diese Stadt ist nichts weiter als ein dahinsiechender Kadaver. Und wir sind die Maden, die sich an ihm laben. So wie du es sagst, wundert es mich nicht, dass sich niemand an den Wiederaufbau wagt. Wieso? Ich bin mir sicher, die Ratten sind schon eifrig da. Sie redet mehr als gewohnt. Der Triple Dash von dem Viech. Okay, passt. Wieso? Ich bin mir sicher, die Ratten sind schon eifrig dabei. Die Morkons haben Humor. Sie haben ihre Stadt unter einer Stadt errichtet. Für gewöhnlich verhält es sich in der Geschichte umgekehrt. Dein Wissen überrascht mich. Ich überrasche dich gleich mit einem Tritt in deinen Arsch. Alles verfallen und vergessen. Hab ich das für Quest? Sehe ich da Minen klitschen? Oh. Oh je. Nee. Das läuft gerade nicht flüssig. Nein, nein. Parkgarage. Oh je. Oh, da lässt was zusammen. Ist ein Geheimeingang. Ach, scheiße, bei den Morkons unten. Idiota! Idiota! Oh, was tue ich? Warum hat dein Bruder nicht schon längst versucht, Baxter von seinem Thron zu stürzen? Baxter sitzt im Krater. Mein Bruder an der Küste von Caracas.
Ich glaube kaum, dass Logan sich für den alten Schrottplatz im Krater interessiert. Zu viel Dreck, zu wenig Profit. Und, gefällt es dir hier? Willst du eine ehrliche Meinung hören? Nein, ich will, dass du sagst, ganz ausgezeichnet. Und wenn wir schon dabei sind, kannst du auch gleich meinen Geschmack loben. Oder ich mache es mir einfach und halte die Klappe. Auch gut. Im Komplimente machen warst du eh immer eine Pfeife. Oh je. Yeah. Wegen der Lieferung. Du kommst gerade richtig. Hier. Blumen? Willst du mich verarschen? Nein, also schmeiß sie nicht gleich wieder weg. War eine Heidenarbeit, das Gestrüpp zu beschaffen. Musste einige Gefallen einlösen und Zigaretten eintauschen. Karakis ist schließlich nicht Edan. Bin froh, dass überhaupt ein kompletter Strauß dabei rumgekommen ist. Kannst dir sicher eh schon denken, wer der Empfänger ist. Ach, tja. Eine Frau? Richtig. Meine Frau, um genau zu sein. Hör zu, in die Nähe des Kraters kann ich nicht. Baxters Leute würden mich sofort ansacken. Deswegen muss jemand anderes den Überbringer spielen. Gut, ich spiele den Boten. Glaub mir, der Gang wird dir leichter fallen, als eine Kippe zu drehen. Und wie heißt deine Frau? Sophie, du findest sie nördlich der Kraterstadt. Ah, und danke. Das bedeutet mir viel. Hast einen gut bei mir. Ich brauche eine genauere Beschreibung, wo ich deine Frau finden kann. Eigentlich ist es ganz einfach. Die Kraterstadt hat mehrere Ein- und Ausgänge. Nimm den nördlich gelegenen, der nicht nach Ignadon führt. Dort findest du sie schon. Bleib einfach etwas außerhalb der Stadtmauer. Ey, was soll denn die Scheiße? Nämlich die einzige mit, wo ich nicht nett sein muss. Ich bin nett. Ah, das ist jedoch ein Unhold. Ah, deine Frau ist tot. Deine Frau ist tot. Ich hoffe, dass es an meinem Windows-Update liegt und nicht an dem Update, den sie gemacht haben im Spiel. Das Spiel, das die Grafik gerade einzackt. Oh, Ripper. Jack the Ripper. Das Scheiß, wie sucht er da? Ist der Ripper gerade stecken geblieben? Wurscht, Shotgun-Regen. Ja, das war's mit dem Ripper dann. Oh, ich hab daneben geschossen. Oh, netter Superkick, Nasty. Ich will immer Nastya sagen, keine Ahnung warum. Der englische Name verwirrt mich anscheinend im Spiel. Drei Krallen. Das Viech auch zu den Krallen gehört. Hätte ich wissen müssen. Auf dem Treffer, oder? Das Vieh gerade Mäh gemacht. Ja, die Weitsicht ist nicht das, was sie sein sollte hier. Oh. Am Friedhof also. Ah ja, okay, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Das ergibt Sinn. Oh, wo ist Sophie? Alex. Maki, da waren wir schon mal. Amadeus, Amadeus. Amadeus. Oh, wenn ich jetzt den Song noch besser kennen würde. Das sollte ich nochmal. Oh, nee, nee, besser nicht zum Singen anfangen. Ist das Sophie? Steven. Bitte nicht, ich habe schon fast alle Grabsteine da. Gut gelesen. Daniel, T-800. Der Terminator. Diego, Diego, Becky. Echt jetzt? Das kann's ja nicht sein. Dass ich... Da...
weggeklappt. Okay. Das war's auch nicht. Auch nur einen Grabstein finden. Ah ja, geht doch. Sophie und Mathilda. Hier liegt also Dixons Familie. Ich schätze, das war es, was Dixon von mir wollte. Was für ein Auftrag. Ah. Das. Es hat sich was gleich aus, dass ich darüber teleportiere. Wo sind die zwei Aasfresser? Seid ihr die Aasfresser? Ja. Jetzt zahlt sich aus. Rocket League Update kommt auch gerade, das ich später downloaden werde. Und dann Dying Light Update ist gekommen, aber ich glaube, mit Dying Light bin ich jetzt ziemlich fertig. Und doch niemanden, was die Aasfresser. Was für eine gewaltige Mission. Das war's auch schon anscheinend. Knochenmax hängt da rum. Was für ein cooler Typ. Ein Fight hier oben noch. Da geht's wieder in die Stadt rauf. Die Stadt machen wir ein anderes Mal. Da habe ich mir einen Fight geholt. Was bist du? Ob die Viecher was machen? Können wir gar nichts. Keinen einzigen Schaden noch gemacht. Da geht doch. Naja. Vielleicht auch nicht die besten Maschinen. Cool ausschauen tun sie. Das ist das Wichtigste. Warte mal. Reicht jetzt. Wo ist das Ende der Mission? Nein. Kopfgeld für Dixon. Ja. Ich würde das Kopfgeld nicht einkassieren. Oh, da passt was gar nicht beim Spiel gerade. Oh je. Yeah. Stahl ist nur rein. Dixon. Wegen der Lieferung. Du hättest mir ruhig sagen können, dass deine Frau tot ist. War mir nicht sicher, ob du die Aufgabe dann übernehmen würdest. Warum war dir die Sache so wichtig? Weil meine Frau und meine Tochter das Einzige sind, was mir im Leben etwas bedeutet hat. Hab ihr zum Geburtstag immer ein paar Blumen geschenkt. Bin nie dahinter gekommen, warum sie so verrückt nach dem Grünzeug war, aber es hat sie glücklich gemacht. Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast. Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Wie ist deine Familie umgekommen? Verbrannt. Wie ist das passiert? Wenn ich das wüsste, war damals für Nero unterwegs. Offene Rechnungen eintreiben, das Übliche eben. Als ich zum Krater zurückkehrte, war nur noch Asche von unserer Bude übrig. Stand sprichwörtlich vor dem Nichts. Und niemand kannte den Grund für das Feuer? Nein, das war aber auch nicht nötig. Hast du dir die Hütten im Krater mal angesehen? Ein Funke oder ein Kurzschluss reicht, um dort etwas in Brand zu setzen. Bin froh, dass all das hinter mir liegt. Hab seinerzeit jede Menge Stims in mich reingepumpt und gesoffen wie ein Loch. Eine Scheißzeit war das. Geblieben ist nur noch mein Drang zur Kippe. Wer weiß, vielleicht hilft der Glaube der Morkons ja, auch dieses Laster loszuwerden. Oh, wenn ich jetzt ein Assi wäre, würde ich ihn umbringen. Oder ist das was Gutes, wenn ich ihn umbringe? Oh. Oh. Verdammt. Oh. Oh, sorry. Ich will mir dein Kopfgeld verdienen.
Immerhin versuchst du nicht die hinterhältige Tour. Auch wenn ich mich frage, was in deinem Kopf nicht stimmt. So einiges. Erst hilfst du mir bei der Sache mit meiner Frau und jetzt willst du mich den Würmern vorsetzen. Da hättest du dir die Mühe sparen und den Grabschmuck gleich hier lassen können. Komm, bringen wir es hinter uns. Ich habe das alles so satt. Das ist ein Gnadenstoß. Oh, vielleicht ist es ein Gnadenstoß für mich. Superkick. Jetzt aber. Uhuhu. Ah, oh, sorry, cool. Dixon. Was? Ist gleich aus der Party geschmissen. Alleinig die Position hier. Ah, oh, und die Feuergrafik, die gerade nur so irgendwie rumhängt. Ah, oh, sorry, Nixon. So Nero war, der nur seine Familie umgebracht hat. Werde ich ihn gleich nachher noch töten. Ja, oh, ich bin nicht traurig, ich weine nicht. Oh, ich fühle mich nur schlecht. Ist da kein Bett irgendwo? Aus dem Weg! Schacks, die Bastie muss durch. Oh. Da ist doch sicher irgendwo ein Bett. Im Mittel. Okay. Hau ab! Du hast hier nichts zu suchen. Jetzt hau endlich ab! Ich hab doch nur in deiner Hütte geschlafen. Na endlich! Du willst ja nicht hören. Sag das nicht noch einmal! Geht schon. Oh. Jo, ich hab deine Drecksaufgabe erledigt. Wegen der Kopfgelder. Dixon ist tot. Und welche Garantie habe ich, dass du mir die Wahrheit erzählst? Soll ich umdrehen und sein Kadaver herschleifen? Ich amüsiere mich doch nur auf deine Kosten. Jeder weiß, wie dumm es ist, mich zu belügen. Gut, dass Dixon die Flügel gestutzt wurden. Und wer derart fleißig ist, gehört belohnt. Da, das gibt's auf die Hand. Viel Spaß. Was? Erin! Crane! Erzählst du mir was drüber? Erzähl mir mehr über Crane. Der Nestbeschmutzer. Er hielt es für eine gute Idee, mit den Berserkern auf Tuchfühlung zu gehen. Es ist nicht so, dass ihm das verboten ist. Er ist ein freier Mann. Aber auch ich habe die Freiheit, etwas dagegen zu unternehmen. Er weiß im Übrigen nichts von seinem Glück. Wenn du dich beeilst, wird es ein leicht verdientes Sümmchen sein. Weit laufen musst du nicht. Schließlich hat er hier sein Zuhause. Irgendwelche Informationen über Erin? Sie gehörte zu Logans Leuten. Du weißt schon, der Wurm, der damals das Fort regiert hatte. Aber als die Berserker das Ruder übernommen haben, hat sie wohl beschlossen, allein ihr Glück zu versuchen. Das Fort ist weit weg. Warum ist ihr Kopf so wichtig für dich? Weil sie da draußen in Konkurrenz zu unseren Leuten steht. Wir machen die Arbeit und sie kassiert ab. Einen Halsabschneider zu bestehlen, lässt jeden Respekt vor seinem Handwerk vermissen. Es wird Zeit, ihr Spiel zu beenden. Gib dich aber keinen Illusionen hin. Sie wird ihre Haut teuer verkaufen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir ihr auf der Spur sind. Bisher hat sie aber noch jeden Hinterhalt kommen sehen. Nicht, was ich von diesen Aufträgen hier halten soll. Wo sind die? Crane war der Leichter. Ja. Ich glaube, an den kann ich mich erinnern. Der hat schon mal mit uns ge... Rattenfreistoß. Oh, ich muss mir Ratten zerlegen. Ich höre sie. Wo ist sie? Da. Rattenfreistoß. Ah, nicht so ein guter. Du darfst leben, Fellassel. Ratten werden sterben mit meinem Playthroughs. Naja, Lüge.
Ich habe schon andere Viecher gekillt. Der Rattenbändiger Jax. Wenn wir durchs Wasser rennen dann halt. Das könnte interessant sein. Deine Grafik nicht so glitschen wieder. Oder gerade einfach nur schlecht ausschaut. Das drauf schaffe. Komm schon, nein, nein, nein. Miserabel. Du Künstler. Wow! Huh! Das ist falsche Waffe. Ich hab's nicht kommen sehen. Lass mal speichern hier. Ey, yo, was geht ab, Crane? Auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Jetzt schon? Aber... Ich muss sofort los. Geh mir aus dem Weg. Nicht so schnell. Du machst einen Fehler. Ich bin nicht so wehrlos, wie es den Anschein hat. Dann zeig mal, was du drauf hast. Verdammt, du ziehst es wirklich durch. Aber so leicht mache ich es dir nicht. Komm her, Bastard! Ich will... Och, du bist leicht. Und tschüss. Kann man machen. Natürlich kann man das. Er hat uns eine Mission vorhin gegeben, deswegen kommt er mir bekannt vor. Ah, ich weiß nicht, ob er eine weitere hätte. Aber, ja, hat nicht so interessant gewirkt. Ja, das gleich. War wohl nichts. Das war wohl nichts. Nicht leicht. Jetzt aber. Resistenzgift. Ja, werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. So viele Gegner, die mich vergiften, habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, da meine Taktik ist, nicht getroffen zu werden. Rolling, rolling, rolling. Das ist die beste Taktik. Einfach nicht getroffen werden. Deswegen spiele ich auch mit Stärke als Mod. Okay, das Haus schauen wir noch an, dann geben wir die Mission ab beim Nero. Und das war's dann hier. Lenny. Sie haben Lenny getötet, Schweine. Oh, hat Granate. Direkt neben Rain. Was war das für eine Körperhaltung? Alles gut, Jax. Ah. Shit. Die Rüstung muss sich. Alter, ich muss dir was erzählen. Du hast was verpasst. Lenny hat es geschafft, ein paar Granaten zu klauen. Sind dann sofort losgezogen, haben nach Fässern Ausschau gehalten und die Teile getestet. Das gab einen Knall. Boom! Da muss aber irgendein giftiger Scheiß drin gewesen sein. Die Pflanzen drumherum sind irgendwie direkt eingegangen und der Rest sah auch nicht mehr gesund aus. Wenn du also dort vorbeikommst, sei echt vorsichtig, Junge. Nicht, dass dieses Giftzeug uns auch eingehen lässt. Was würde ich sagen? Oh, ich werde meine Rüstung gleich mal upgraden versuchen, wenn ich irgendwann mal die Chance habe. Mit einer Alprüstung. Weil ich mir mehr und mehr sicher bin, dass ich den Alps beitreten will. Alps beitreten klingt gut. Hey, du. Ach, vergiss es. Hab dich verwechselt. Wem? Geh weiter. Wem hast du mich verwechselt? Mit einem Alp? Könnte ich verstehen. Was machen wir denn jetzt? Wir sind total abgebrannt. Wir ziehen weiter. Der Tipp mit der Burg lang... Oh. Ja. Nicht so flüssig, wie ich es gern hätte. Oh, hallo Mann, was geht ab? Komm mich mal wieder besuchen.
Auch der verdrängt noch immer die Kunst des Verdrängens. Nur den ganzen Namen seiner Mates angenommen. Oh, dass da gar kein zweiter Teleporter ist. So ist das ein weiter Weg. Ja, ich will offscreen dann verkaufen. Das war's mit der Episode nach dem Gespräch. Wegen der Crane ist erledigt. Es hätte mich auch gewundert, wenn uns so ein leichtes Ziel länger als nötig die Luft wegatmet. Deswegen rede ich auch nicht lange drum herum. Hier. Seinen kläglichen Rest lassen wir liegen. Sollen die Fliegen ihn als Brutstätte verwenden? So erfüllt er noch einen Zweck. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.